Hallöchen Leute und willkommen in einer neuen Folge Let's Play Risen 2. Ja, wir haben ja ein wenig mit den Leuten gequatscht. Wir müssen noch mit diesem komischen Flachzang hier vorne reden. Wir hatten ja das Spiel, soweit ich mich erinnere, neu geladen wegen dem Jaguar. Hey, was sehe ich denn da? Und mit ihm noch nicht gequatscht, das holen wir jetzt mal schnell nach. Ich bin, wenn das so will. Wo finde ich Crow? Was weißt du über Crow Software? Wo finde ich Crow? Wo finde ich Crow? Jetzt lasst. So, bla 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 bla. Wie immer, ich muss mit Crow reden. La la la, warum sollte ich Angst vor Crow haben? Bla 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 bla. Das haben wir auch alles schon gehabt. Bring mich zu ihm. So. Tja, Junge. So, was hast du für mich? La 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 la. Tempel der Erde, bla bla bla. Haben wir auch schon alles gehabt hier. So, wofür brauchst du mich? Ah, ja, 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 la la. Hintertreten. Gut. Einverstanden, la 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 la, das hatten wir auch schon alles. So, sag mir, wie ich zu Captain Crow komme, bla bla bla, das hatten wir auch schon. Wo finde ich die Sammlerin? Das ist auch schon eine wichtige Info. Taschendiebstahl brauchen wir gar nicht riskieren, das können wir noch nicht. Taschendiebstahl haben wir auch noch nicht gelernt. Obwohl, haben wir schon 25 Diebeskunst? Ich weiß es gar nicht. Charaktergerissenheit, Talente. Diebeskunst 20 nur. Oh, da fehlt nicht mehr viel. Kann ich denn nicht schon was Neues lernen hier? 3000 müsste ich schon haben. Gerissenheit, Stufe 4. Wollte ich ja sowieso lernen. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Haha, und jetzt sollte ich auch 25 haben. Jawohl, jetzt könnte ich ihn noch theoretisch gesehen den Sack aus der Tasche klauen. Nette Ausbeute. Ah, sehr nice. Ich kann jetzt Taschendiebstahl ohne die das gelernt zu haben. Auch nie verkehrt. Okay, gut, jetzt haben wir das gelernt. Jetzt quatschen wir mit ihr. Bla 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 bla. Da kaufen wir wieder diesen Rattenschwanz. Tier-Amulett kaufen. So. Kannst du mir Voodoo beibringen? La 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 la. So, hast du noch Amulette? Nee, nee, nee. Hat sie nicht. Gut, verschmähe es nicht. Ich glaube. So. Hikoko. Gut, gib mir ein Orakel, das haben wir auch gemacht letztes Mal. Genau, ich muss gerade überlegen. Das haben wir auch schon alles gehabt. So. Auch. Nächstes Mal speichern wir am besten einfach mal. Wie kannst du mir helfen? Slick wartet auf Nidole. Und wenn ich einen Jadestein gebe. Und wenn ich dir so einen Jadestein geben kann? Oh no, Pirat. Es muss unbehandelte Jade sein. Ich werde sehen, was ich tun kann. Tavunga, Pirat. Gut, okay, ich soll einen Jadestein besorgen, dann gehen wir halt mit dir. Später. Wir möchten erst den Fluss noch runtergehen, weil das möchte ich auf jeden Fall erledigen, weil wir brauchen auf jeden Fall noch ein wenig mehr. Ja, Erfahrung, sage ich jetzt einfach mal. Wir müssen den Fluss aufwärts gehen, hat sie gesagt. Dort sollen die netten Damen sein und hier irgendwas sammeln im Fluss. Ich will nicht sterben, wenn ich hier runtergehe. So ganz vorsichtig. Zack, läuft doch. So, nee, wir sollen Fluss aufwärts gehen. Dort sollen die Damen sitzen und für uns sammeln, theoretisch. Aber hier ist ja gar keiner. Nö, hier ist keine Sau. Hier ist nur eine Kiste, die wir jetzt mal plündern können, so ganz schnell. Oh. Bisschen Gold haben wir gefunden. Aber wo sind denn die Damen? Dort drüben steht eine. So. Die sammelt dort hinten. Aber warum ist das so? Warum sind die denn so langsam? Fragen wir einfach mal nach, die Nette. Hey. Oh, Agucho. Und? Hast du schon was gefunden? Chi. Der Fluss schenkt uns Gold. Ich soll das Zeug für Slick einsammeln. Chi. Ono Pasavi. 7 goldene Steine kann ich dir geben. Nur 7? Ich dachte wesentlich mehr. Aber es ist ja nur eine Frau. Ich dachte, hier wären ein paar mehr. Hä, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. So, den hatten wir erledigt. Das soll doch nicht nur ein Affe gewesen sein. Das ist garantiert doch mehr, oder? Kannst du mir nicht erzählen, dass hier nur ein Äffchen am Rumeiern ist? Ah, da sind doch mehr Äffchen hier. Zack, zack. Erst schön die Erfahrung sammeln. Haben wir auch. Die Erfahrung ist ganz wichtig. Wir brauchen ganz, ganz viele Erfahrungspunkte. Und hier ist außerdem noch so ein Tempel. Oder sowas in der Art. Und ich weiß auch nicht, was das darstellen soll. Ist es ein Tempel oder was soll das sein? Ja, es ist nicht so wirklich. Wenn man so genau nimmt, ist es ein Turm mitten in der Einöde. Umgeben von nichts. Ich kann auch nicht hören. Doch, kann ich da nicht rauf? Oder rein? Irgendwas? Hey, das Ding steht hier einfach und ich kann damit nichts machen. Wie langweilig ist das? Ich dachte, ich kann da wenigstens reingehen. Oh, die brutalen Äffchen. Oh, die brutalen Äffchen sind echt übel.
das ist echt nicht ohne. Aber sie könnten wenigstens so eins sehen. Das muss ich sagen, ne? Komm schon, geh weg, du scheiß Mistvieh. So, und jetzt in die Fresse. Komm, geh und stirb. Scheiß Blaukralle. 105 Erfahrung gibt die wenigstens. Der eine wirft gestern mit Kokosnüssen nach mir. Was? Also, Pissnecke, geh und sterben. Das gibt's doch nicht. Geh weg. So, den haben wir auch erledigt. So, dann benutzbares. Knallen wir uns mal Proviant rein, den Jago. Dafür muss ich mich auch noch ein bisschen besser rüsten, weil für den sind wir... Ach du Scheiße, sind das Drachen? Ja, das sind echt Drachen. Da gehst du kaputt. Gibt es im Spiel echt Drachen? Ich gehe kaputt. Scheiße, 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 scheiße. Wie sind denn hier Drachen unterwegs, Mann? Das ist doch nicht deren Ernst. Dass hier echt Drachen unterwegs sind. Holy shit. Da dachte ich, ich level hier mal ein bisschen rum. Nein, das sind Drachen. Da gehst du ja kaputt. Und wieso ist das nur eine Dame? Ich dachte, hier sind mehrere. Aber hier sammelt echt nur eine einzige Frau. Seltsam. Sehr, sehr seltsam. Ich dachte, hier sammeln wenigstens ein paar mehr Damen irgendwas ein. Aber hier ist echt absolut gar nichts. Nix. Nein, nein, jetzt. Gut, sammeln wir noch hier das Kraut ein. Das können wir alles gebrauchen. Falls wir unterwegs wieder fressen müssen, weil uns das Proviant ausgeht. Wäre ja auch nicht das erste Mal, dass mir das Proviant mit einem Fight ausgeht. So, dann hier durch. Hier die Hühner könnt ihr auch nochmal wegknallen, weil das ist auch schön mit Fleisch. So. Wie ich den Jaguar besiegen soll, weiß ich aber auch noch nicht so genau. Ich glaube, dafür brauche ich ein Gewehr, hat er ja gesagt. Ohne Gewehr habe ich keine Chance gegen einen Jaguar. Aber ich habe auch nicht genug Leben. Meine Rüstung ist relativ schlecht, muss man ganz ehrlich zugeben. Die ist einfach scheiße. Gegen einen Jaguar habe ich da keine Chance. Eins, was machen könnte, ich könnte vorgehen und den Jaguar hierher locken. Das würde doch funktionieren. Obwohl, ich muss aber mit ihm hier reden. Wenn hier irgendwas schief läuft, mache ich dich dafür verantwortlich. Ja, ja, ja. Wenn hier... Hä, sollte ich nicht das Zeug holen von den Damen? Jetzt bin ich irritiert. Ich sollte doch das Zeug von den Damen holen. Hilfe für Crow. Nee, gegen Crow. Tochter des Häuptlings. Sie könnte Hilfe brauchen. Lieferung für Crow. Jade. Die Zuckerrohrlieferung. Die Kleidung eines Piraten. Larus Klamotten. Linken Stiefel. Voodoo-Nadel. Voodoo-Nadel sollte ich bei Händlerin auf Argentina finden. Was? Die Voodoo-Nadel soll ich bei einer Händlerin auch in Argentina finden. Können wir die Quest auch dafür nehmen? Voodoo-Nadel. Als Zeichen der Freundschaft wurde eine Voodoo-Nadel aus den Geschenken überreicht. Okay. So, Shane. 0,54 Jadebrocken. Ich habe doch die Aufgabe, von ihm Goldbrocken zu holen, oder nicht? Ich bin irritiert. Ich bin echt irritiert. Ich sprach mit Pirat Slick. Er sagt, du gehörst nicht zum Stamm von Captain Crow. Nö. Tja. Ich sehe nicht, welchen Weg du gehst. Aber ich sehe dich. Also gib acht, was du tust. Zeig mir ein paar Tricks. Nee, danke. Pissnake, Alter. Erstmal rumstänkern hier wieder. So, gehen wir. Nee, ich möchte mit dir noch nicht gehen. Kannst du mir was kaufen? Lass uns handeln. Lass uns handeln. Hast du die Jadenadel? Jadering? Nee, die Voodoo-Nadel war das dann, ne? So, Fluchpuppen. Alle Anweisungen, Materialien, Bau eines. Knochenring. Ritual, schwarze Magie, Flasche voll Gedanken, Hexenamulett. Ritual, Geld, Gold, Wurf, plus Klingenfest. Ja, das wird mir eigentlich auch helfen, aber ist auch mega teuer. Die sind einfach total wucher hier, die Leute. So, Plunder. Dann haben wir hier. Also eine Schaufel können wir verkaufen. Wir können, Gold könnt ihr jetzt auch verkaufen. Kerzenleuchter, Silber. Das ist Idol, aber das brauche ich ja noch, theoretisch. So. Kann ich an dem Feuer hier wenigstens rösten? Nee, an dem Feuer kann ich nichts rösten. Das ist ja schade. Kann ich denn hier was rösten irgendwie eventuell? Ich bin kein Alchemist. Nicht? Ich dachte, du bist Alchemist. Also jetzt stellst du dir aber auch an. Mit Voodoo kenne ich mich nicht aus. Oh Mann. Hier ist der Tempel, da kann ich auch nichts machen. Vielleicht hier in der Hütte noch irgendeine nette Aufgabe oder sowas? Irgendwas Tolles? Ulele, ulele. Pirat bringt Gold? Tavulele. Tavu was? Ulele. Du gibst mir Gold, ich gebe dir gute Sachen. Ulele.
Ein Zeichen der Freundschaft von Pirat und Shaganumbi. Okay. Welche Waren kannst du mir anbieten? Ono Pasavi, ich habe nicht viel. Alle sammeln für Crow. Warum sammelt ihr für Crow? Checo, Crow befiehlt es. Und ihr tut alles, was er befiehlt? Chichi, Shakabaki hat so entschieden und alle folgen seinem klugen Urteil. Nur Chani, Tochter des Baki, ist nicht dafür. Sie hat einen dicken Kopf wie das Wildschwein. Warum ist sie dagegen? Warum, warum? Du fragst viel, Gucho. Ono, geh, sprich mit Chani. Okay, was wollt ihr mit Goldmünzen? Was wollt ihr mit Goldmünzen? Wir opfern sie den Ahnen, auf dass ihr Segen uns beschützt. Was für eine Verschwendung. Okay, kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ich muss Opfergaben einsammeln. Kanadiktu. Kana, was? Auch irgendein Kram für die Lieferung an Crow? Aber nein, es ist Kanadiktu. Opfergaben unserer Familien hier im Dorf für Kanadiktu. Aha. Du kennst nicht Kanadiktu? Nein, nicht wirklich. Ich werde es dir zeigen, aber nur, wenn du mir die Opfergaben gebracht hast. Okay, na gut. Na gut, ich sammle deine Opfergaben hier im Dorf. Für dein Kanadingsbums. Kanadiktu. Was auch immer. Chichi, Tawonga-Pirat. Ah ja, wer muss alles abdrücken? Wer muss hier im Dorf Opfergaben abdrücken? Chani, Tochter des Chakabakir. Ja? Nakutu, oberster Krieger im Dorf. Ach, ja. Der alte Tonka Ranapiri und Samir. Okay, Moment. Samir? Ja, die Torwache im Tempel der Ahnen, im hinteren Teil des Dorfes. Ah ja. Ich soll diesen grimmigen Kerl nach Opfergaben fragen? Da verlangst du einiges. Das ist dir hoffentlich klar. Tschi. Und ich bin auch sehr dankbar dafür. Wenn ich mir vorstelle, dann musst du es nicht machen. Shiku? Schon okay, ich krieg das hin. Tawonga, Kanadiktu ist schon sehr nahe. Ah ja. Komm schon, sag mir, was Kanadiktu ist. Nee, Ulele. Ulele. Ach, das ist Handeln. Ha. Trank des Diebes. Ja, Trank des Diebes. Diebeskunst plus 7. Trank des Schützen, Muskete, Trank des Rituals, Ritual, blablabla. Also einfach nur so komisches Zeug hier. Jade, Ulele. Ulele. Jadestein. 7 Stück. Die will ich haben. Ulele. Dann kann ich mir das dahin reinklemmen. Möchte mal einkaufen. Ende. Geht der? Geht der fit? Geht dieser Jadestein fit da, den ich da habe? Jade. Jadebrocken. Nein, der geht nicht fit. Scheiße. Dachte, der geht vielleicht, aber gut. Dann gehe ich jetzt mal Opfergaben sammeln. Das ist eine relativ einfache Aufgabe. So, die Dame, wenn ich zur Kasse bitten darf. Badria schickt mich. Ich soll hier nach Opfergaben für sie fragen. Chi, das Kanadiktu. Hier hast du es. Ja, danke. Gut. Ich hörte, du bist mit Bakirs Entscheidung nicht einverstanden. Wer hat davon gesprochen? Ist das wichtig? Pah, die Shaganumbis sind wie Kinder. Sie erzählen, ohne zu denken, wer es hört. Na und? Ich bin nicht hier, um euch zu schaden. Ich bin nicht hier, um euch zu schaden. Ist das wahr? Oder steckt dahinter eine List? Weißt du was? Du bist noch misstrauischer als ein Sandteufel. Schon mal darüber nachgedacht, dass ich helfen kann? Hamila, Gucho? Du willst helfen? Warum? Sagen wir, ich bin einfach kein Freund Crows. Ich gehöre nicht zu Crows Mannschaft. Ich habe meine eigenen Pläne. Ich habe meine eigenen Pläne. Und du bist bereit, dich gegen Crow zu stellen? Gegen Crow? Gegen jeden, der sich mir in den Weg stellt. Gut. Wenn du willst, dass ich dir helfe, wirst du zuerst mir helfen. Schon klar. Was ist zu tun? Tahana ist einer unserer Tufas. Ich schickte ihn los mit einem Auftrag. Doch er kam nicht zurück. Was für einen Auftrag hat Tahana? Eine gute Frage. Doch werde ich es dir erst sagen, wenn ich dir vertraue. Wohin hast du ihn denn geschickt? Wohin hast du Tahana geschickt? Sein Auftrag führte ihn weit weg. Zum Friedhof auf dem Berg im Südwesten. Gut, dann werde ich mich dort mal umsehen. Tahana ist zu schlau, um Beute für Raubtiere zu werden. Ist er auch schlauer als die Inquisition? Die Blauröcke.
Sie haben auf dem Weg einen Turm errichtet und ziehen mit ihren Donnerstöcken über das Land. Hm, vielleicht hat die Patrouille ihn erwischt. Ich bringe Tahana zurück. Ich bringe Tahana zurück. Pirat Hamila, Shaganumbi Tavonga, sprich mit Ranapiri. Er hat Tahana zuletzt gesehen. Wenn Tahana zurück ist, werde ich dir mein Vertrauen gewähren. Ah ja, okay, gut. So, du sollst auch was abdrücken. Nee, du nicht? Ich dachte, du vielleicht? Nee. Du musst es abdrücken. Ranapiri. Oha, Pirat. Ich bin Ranapiri, Tonka der Shaganumbi. Okay. Badria braucht noch ihre Opfergaben für dieses... Kanadiktu? Ja, genau. Sie hat dich geschickt? Ja, genau. Dann will ich sie dir geben. Hier hast du sie. Danke. Chani sagte, du hättest Tahana zuletzt gesehen? Chi, ich begegnete ihm auf der Jagd. Kannst du mir zeigen, wo das war? Ich werde dein Führer sein. Sag mir, wann du gehen willst, Gucho. Aber bereite dich gut vor. Es ist ein langer Weg. Werde ich machen. Ich will auf jeden Fall vorher noch schlafen gehen. Hast du Ausrüstung für die Jagd? Was ist das? Okay, eine Sache habe ich noch nicht ganz verstanden. Stell deine Fragen, Gucho. Ach du Scheiße. Nee, ich habe alles verstanden. Gut, ich denke, das reicht mir fürs Erste. Chi. Okay, hast du Ausrüstung für die Jagd? Hast du Ausrüstung für die Jagd? Ono Ulele, Pirat. Sie Kapua. Sie gibt dir, was du brauchst. Von ihr bekomme ich bestimmt keine Waffen. Ha! Ein Gucho bekommt von uns keine Waffen. Ach komm, ich bin so stark wie ein Tonka. Dann zeige es mir. Welches Biest hast du erlegt? Naja, so einige. Geh und kämpfe. Erlege eine gefährliche Bestie. Welche Bestie soll ich für dich töten? Ich werde eine Bestie für dich töten. Und ich werde warten. Und wo finde ich eine gefährliche Bestie? Wo finde ich eine gefährliche Bestie? Ich würde an deiner Stelle dem Fluss hinauf folgen. In dem Fluss lauern böse Gefahren. Aber bereite dich gut vor. Sonst wirst du gefressen, Gucho. Wir werden sehen. Okay, dann nochmal Ende. Dann wollen wir die nächsten Opfergaben nochmal schnell einsammeln. Von ihm hier, glaube ich, ne? Von der Torwache. Deine Worte waren dumm, aber dein Arm ist stark. Der kann... Nee, er auch nicht. 3 von 4. Wer denn noch? Hast du noch was zu schulden hier? Du hast nicht zufällig etwas für Badria dabei? Warum, Gucho? Weil sie mich geschickt hat. Ich soll Opfergaben für sie einsammeln. Warum tut sie das? Du gehst auch zum Kanadiktu? Dazu müsste ich erstmal wissen, was Kanadiktu ist. Du weißt es nicht. Und trotzdem sammelst du für Badria. Tja, sieht ganz so aus. Ha, dann sollst du es haben. Hier, nimm. Herr der Frauen. Bitte was? Was zum Teufel ist Kanadiktu? Und jetzt noch in den Tempel, da soll ja der Nächste lauern. Die grimmige Wache, die mich nicht reinlassen will. Die soll ja angeblich, quasi die letzte Opfergabe haben. Und ich wette, um die zu bekommen, muss ich wieder irgend so eine bescheuerte Aufgabe erledigen. Naja, ich bin mal gespannt, was für eine Aufgabe er mir stellen wird, weil garantiert wird irgendwas hier auf uns zukommen. Ja, Leute, was soll ich dazu sagen? Wir haben uns den Wacka durchgekämpft und jetzt machen wir so ein paar leichte Missionen. Ein bisschen Gold sammeln, Taubvergaben sammeln und dann eine gefährliche Bestie töten, den Typen am Friedhof suchen. Wir haben so einige Aufgaben zu erledigen, bevor die uns vertrauen. Vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen was über Voodoo lernen, was uns noch ein wenig weiterbringen wird, um gegen den dämlichen Jaguar zu bestehen. Naja, ich lasse mich jetzt erstmal überraschen, was da auf uns zukommt und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Risen 2 mit eurem Twin Force. Bis dahin, tschüss! Es ist zu spät. Es wird alles zerstören. Alles.